Ganz viele trauen sich nicht, ihr eigenes Business zu eröffnen oder diesen Schritt zu gehen, weil sie denken, es fehlt mir noch an Geld, es fehlt mir noch an Wissen etc. Wenn es dir genauso geht, dann bleib gerne mal dran. Erstmal kurz zu mir, ich bin Patricia, Astrologin, Medien- und Manifestationsmentorin, und wenn du keine weiteren Tipps und Hacks rund um diese Themen verpassen möchtest, dann folge mir gerne. Und zwar diese Angst sehe ich immer wieder, höre ich immer wieder in meinen Kundenterminberatungen, wenn es um Thema Berufung geht. Patricia, ich würde ja gerne, aber ich habe ja dieses, jenes finanzielle Background nicht, das kann ich nicht, da müsste ich erst diese Ausbildung machen. Also sie finden 10.000 Gründe, wieso es halt nicht möglich ist. Und ich sage jetzt mal, wie es bei mir war. Ich hatte keinen finanziellen Hintergrund, keinen Puffer oder sonstiges, sondern ich bin so in mein Business reingegangen, weil ich einfach gemerkt habe, mit den Angestelltenverhältnissen, da sind viele Dinge passiert, wo ich mich einfach nur noch unwohl gefühlt habe, wo ich Bauchschmerzen hatte, wo mein Körper schon geschrien hat. Immer wenn ich arbeiten gehen durfte, dort hat mein Körper schon geschrien. Ja? Und ich muss dazu sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Umsätze hatte, so dass ich meinen Job hätte kündigen können. Definitiv nicht, ja. Und es ist auch so, das möchte ich auch nochmal sagen, dass ich auch keinen finanziellen Backup habe in Bezug zu jemand, der meine Miete zahlt, dass ich mit jemandem zusammenlebe, wo ich sagen kann, naja, dann übernimmt die Person die Miete, dann übernimmt die den Strom, Internet, Handy, Essen, mein Auto. Ich muss mich komplett selbst finanzieren. Ich habe kein Backup und keine andere Person, wo ich sagen kann, naja, wenn denn da mal der Schuh drückt, dann kann ich ja mal sagen, Schatz, kannst du mal oder so, ne? So ist es nämlich bei mir auch nicht. Aber das muss ich sagen, ist genau mein Vorteil. Deswegen war immer zwei Optionen, entweder aufgeben oder weitermachen. Und ich habe mich immer fürs Weitermachen entschieden. Das heißt, ich musste immer gucken, wenn es nicht so läuft oder gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht habe, woran liegt das? Was sind da für Themen hinter? Weil genau da sind ja Blockaden dahinter, weil das Außen spiegelt unser Inneres wider. Das heißt, wenn es im Außen nicht läuft, dann darf man eben bei sich selbst gucken, okay, was zeigt mir das Außen damit? Wo ist da vielleicht eine Annahme, eine Blockade bei mir versteckt in meinem Glaubenssystem? Und genau das habe ich gemacht. Und genauso wie ich auch bei mir selbst immer Trance-Collar-Healings gemacht habe, um das Unterbewusstsein umzustrukturieren etc. Und ganz viel Identitätsarbeit. Und das ist aber auch der Unterschied, warum es eben welche gibt, die schaffen und die erfolgreich sind und welche, die es halt immer, soll ich das sagen, klein halten und da nicht irgendwie rauskommen, weil sie eben nicht dranbleiben. Ja? Und es ist halt auch ganz viel Arbeit mit seinem eigenen System, mit seinen eigenen Annahmen, seinem eigenen Glaubenssystem, seinem eigenen Muster. Weil ich kann dir nur sagen, Erfolg ist kein Glück. Es ist nicht so, das dachte ich nämlich auch immer. Es gibt halt Menschen, die haben Glück bei ihren Sachen, bei denen funktioniert es, und es gibt Menschen, bei denen sind es nicht, die sind die Pechvögel. Und das habe ich früher immer gedacht, und damit habe ich mich selbst total in die Opferrolle reingebracht. Ich bin das Opfer, ja, und ich war nicht in meinem Creator, in meinem Schöpfermodus. Und daran durfte ich eben arbeiten, und das genau hat mir die Situation auch aufgezeigt. Und dadurch, dass ich keine Alternative hatte, weil ich musste ja schließlich meine Rechnungen zahlen, musste ich mir diese Themen auch angucken und konnte nicht in die Mimimi-Rolle reingehen und machen Mimimi, das funktioniert ja alles nicht, Mimimi, sondern ich musste mich eben damit auseinandersetzen. Und falls du wissen möchtest, wie du das alles machst, wie du da rankommst an diese Glaubenssätze etc., wie du dein Unterbewusstsein da umprogrammieren kannst, was du da nutzen kannst, was für Tools, das alles lernst du in meinem Kurs Soul Business Journey. Er geht über 3 Monate, ist ein Online-Kurs zusammen mit Live-Sessions, wo du dann auch deine Fragen stellen kannst, wo wir all diese Themen durchgehen. Und das Wissen kannst du natürlich nutzen, um gleichzeitig, wenn du eh schon selbstständig bist, das auch umzusetzen. Oder du nutzt es dann, wenn du dich selbstständig machen möchtest, zum Beispiel nächstes Jahr anfangen möchtest. Alle Infos dazu findest du in den Link in meinem Profil.